Leitstelle Köln. Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Petra Ziegler hier. Und zwar habe ich hier eine Frau liegen, die hat starke Wehen. Die Fruchtblase ist auch schon geplatzt. Frau Ziegler, ganz kurz, wenn ich Sie unterbreche, wo sind Sie denn jetzt? Ja, hier in der Rieler Straße 13, Feinkostlädchen hier in Köln. Bitte, Frau Ziegler, bleiben Sie jetzt ganz ruhig. Ich schicke Ihnen jetzt ein RTW vorbei. Und bleiben Sie bitte bei der schwangeren Person. Bei einer überstürzten Geburt nimmt die Schwangere die Eröffnungswehen nicht wahr, sondern wird dann sofort von schmerzhaften Presswehen überrascht. Dr. Katharina Engel und die Sanitäter um Franco Fabiano eilen zur Hilfe. Hallo, Sie haben uns angerufen? Okay. Bitte helfen Sie. Hallo, hier ist Rettungsdienst. Okay. Was haben wir denn? Die ist schwanger, oder? Auf geht's. Okay, alles gut. Hier ist der Rettungsdienst. Guck mal nach. Ganz kurz ruhig. Was okay. haben wir denn? Ja. Okay. Okay, ganz ruhig. Ah, alles klar. Schon ziemlich weit. Sind die Venen? Ja. In die Venen. Also ist schon ziemlich weit. Ja. Ich glaube, ich fühle den Kopf schon. Ganz ruhig. Am Südring fahren wir jetzt gleich. Da ist auch eine Kinderklinik, ja? Ganz ruhig, ganz ruhig. Was sagst du? Der ist raus, der Kopf, oder? Hallo. Hi. Was ist los? Da ist es schon. Da ist es schon. Okay, alles klar. Achso? Ja. Okay, ja. Irgendwelche Infos? Ja, keine Infos. Ich bin Notärztin Engel, ist mein Name. Ganz ruhig, ja? Ich guck mal, mich schon die Mutter. Halt sie mal so fest. Das scheint gar nicht, ne? Ist aber ziemlich blau, ne? Die Nabelschnur ist um den Hals. Oh ja, dann machen wir als allererstes, pass mal auf. Ist da drin? Als allererstes mit der Schere die Nabelschnur. Komm. Ich höre schon mal ab, zwischen zeitlich. Ruhig ein- und ausatmen, ja? Auf jeden Fall. Okay. Guck mal, kein genau. Reiz. Sehr gut. Hast du die Schere? Ja. Guck mal, die Tasche, die ich da, die blaue Tasche. Ja. Guck mal danach. Gott sei Dank gibt es ja in der heutigen Zeit durch die gute medizinische und schnelle Versorgung nicht mehr so viele Komplikationen bei einer Geburt. Allerdings gibt es natürlich immer bei Mutter und Kind Faktoren oder Komplikationen, die auftreten können. Zum Beispiel beim Kind Sauerstoffmangel unter der Geburt. Bei der Mutter kann es nachbluten. Solche Sachen können immer passieren. Warte. Okay. Okay, warte. Hast du Klemmen? Den Namen. So. Was? Rechts und links eine Klemme. Martin, ach so, okay. Was ist denn los? Martin, du gehst mir so auf die ganz ruhig, Nerven. Ganz ruhig. Sie sind? Hey, ganz ruhig. Ganz ruhig jetzt hier. Da raus jetzt erstmal. Und Sie beruhigen sich wieder, okay? Ja, leider haben sich ja die Eltern gestritten bei der Geburt oder währenddessen, wahrscheinlich auch schon vorher. Das ist natürlich schlecht. Also bei der Geburt, das ist so ein aufregendes, emotionales Erlebnis, wo genug Stresshormone freigesetzt werden. Man braucht da nicht noch zusätzlichen Stress von außen. So war es bei der genau. Ja. Dass wir es schnell in RTW bringen. So, ganz ruhig. Ja. Okay. 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 Wer kommt mit in RTW? Gut. Manni, kommst du mit? Ich bleib hier. Okay, wir beide. Okay. Du bringst bitte die Trage. Ja, ich hol dir mal. Okay. Nimm du hier mal was. Genau. So lange. Alles gut. Für mich als NEF-Fahrer in dem Fall ist eigentlich mehr die Aufgabe, das Umfeld drumherum versuchen zu beruhigen. Weil das löst den meisten Stress aus und dann versucht man auf die einzuwirken. Weil die Geburt an sich ist für uns nicht so stressig, weil das passiert, zwar nicht sehr oft, aber es passiert. Aber da ist das Umfeld weitaus stressiger. So. So, Blutdruck konnte ich jetzt zurzeit noch nicht machen, weil da kam der Freund oder ja, wie auch immer. Kein Problem, machen wir jetzt. Das Baby so, ist jetzt guckst du, gehst du bitte noch mal zu Nord jetzt? Ja, macht erstmal. Ich habe die Trage vorbereitet. Ja, sehr gut. Die soweit sehr transportieren. Sehr gut. Wir müssen nur noch einen Blutdruck machen. Alles gut, wie heißt du eigentlich? Wie heißt du? Ich bin Paula. Gehst du zur Notärztin für das Kind? Ja, ja, alles wir machen gut, ne? Ich mach das hier mit ihr. Ja, super. Alles klar. Haben Sie Mutterschaftspass dabei? Und haben Sie vergessen? Ich hab den vergessen, ich bin spontan hier rein, weil einfach alles auf einmal. Ah, okay, gut. So, dann machen wir wieder los. In welcher Woche waren Sie denn schwanger? 38. 38. Woche, okay, das ist schon mal gut. Wie geht's dir denn? Umständen entsprechend gut. Martin, ja? Was willst du hier? Kannst du nicht einfach rausgehen? Okay, wie ist es von, vom Sauerstoff her? Ist es okay? Erst mal Blutdruckmanschette machen. Ja, genau. Mach erst mal Blutdruckmanschette. So, Sie kommen, genau. Sie sind der Freund oder ja. Sie halten hier erstmal fest. Okay. So, das ist gut. Ist das Ihr erstes Kind? Ja. Okay. So, Paula, deinem Baby geht's gut, okay? Ach, hörst du? Deinem Baby geht's gut. Alles klar, ja? Schön, schön ja, okay. Ne?
Die ersten Schritte außerhalb des Krankenhauses sind eigentlich die Feststellung des Apgar. Das heißt, schreit das Kind, hat es einen Grundtonus, wie ist die Haut und. Umso höher, also wenn man einen 10er-Wert haben, dann ist das Kind sehr gesund oder ist gesund. Und das ist auch die höchste Zahl. Und das ist für uns das Wichtigste, weil dieser Schritt wird in der ersten Minute, in der fünften und in der zehnten Minute wiederholt, um daraus zu sagen, das Kind ist gesund. Kannst du ein bisschen noch mal rüber? Schaffst du das? Geh mal auf die andere Seite. Ne, genau, komm mal hier rüber. Okay. Perfekt, super. So, Paula. So, Sie können mir einen Gefallen tun. Ja. Das war die letzte Ansage. Ansonsten hole ich die Polizei und dann ist Feierabend. Hier wird nicht gefilmt. Bitte, bitte. Ach, danke schön. Vielen Dank. Okay, ich habe deinen Namen wieder vergessen. Sorry. Paula. Paula, liebe Paula, wir werden dich jetzt da rüber tragen, ja? Die junge Frau ist von der überstürzten Geburt sehr mitgenommen und körperlich sehr schwach. Auch psychisch kann eine Sturzgeburt schwerwiegende Folgen haben. Die Mutter wird dabei seelisch so überfordert, dass ein Trauma entstehen kann. Alles klar. Ich werde einmal noch mal. Ja, wir haben es angelegt, dann können wir. Ja. Jetzt geht's los. Das sind Ihre Sachen. Super, danke schön. Ihrem Kind geht's auch gut, ja. Das hat sich wieder stabilisiert, ne? Ist alles gut? Ja. Eine Sekunde, wenn Sie sicher jetzt auf unserem, ja, in unserem RTW sind, können Sie es haben. Ist das schief? Ganz vorsichtig, es hat sich stabilisiert, nachdem wir die Nabelschnur. Nach oben. Herzlichen Glückwunsch. Ganz vorsichtig noch, so müssen wir noch ein bisschen. Achtung, der Tisch geht nach oben. Ja. Müssen wir noch ein bisschen im Auge behalten, aber Sie können schon mal. Da ist es ja. Bei Ihnen sonst alles soweit in Ordnung? Okay. Alles klar. Alles klar. Einmal nochmal. Ja. Brauchst du noch was? Der letzte Blutdruck war auch gut. Gut. Wir haben alles da, Monitoring ist da. Okay. Ansonsten, angemeldet sind wir ja schon. Ja. Vielen Dank, Südring, aber ich habe uns angemeldet. Ich habe auch Kinder. Bei der Geburt meiner Tochter war ich natürlich selbstverständlich dabei. Und es war ein sehr emotionales Erlebnis. Ich habe geweint. Ich war so glücklich und als sie die Hand von mir gegriffen hatte und ich so in die, es war schön, einfach nur unbeschreiblich. Wir fahren mit Ihnen beiden in die Klinik am Südring, ja? Die haben da eine Neonatologie für das Kind und für Sie, Sie werden auch noch untersucht, ja? Aber soweit ist alles von unserer Seite aus gut verlaufen, obwohl das jetzt eine so schnelle Sturzgeburt war, ja? Herzlichen Glückwunsch. Ist aber ein Prachtkind, du. Auf dem schnellsten Weg geht es in die Klinik am Südring. Das Krankenhaus verfügt über eine Kinderstation, wo sich das Pflegepersonal bereits auf die Ankunft des Neugeborenen vorbereitet hat. Im Moment sieht alles gut aus, dennoch kann es auch jetzt noch zu Komplikationen kommen. In der Notaufnahme übergibt Dr. Katharina Engel die Patientin an ihre Kollegin Julia Dorr. Das ist die 24-jährige erstgravige 1-Para, 38. Schwangerschaftswoche, Sturzgeburt unter 2 Stunden. Das war außerhalb, dem Baby geht es soweit gut, da muss ich gleich hinterher. Sie, soweit unauffällig, unauffällige Anamnese, Mutter passt nicht mitgehabt in dem Laden, den haben wir leider nicht. Okay, ganz gut. So, dann kommen wir mal rein, bitte einmal rein und umbetten. Sturzgeburten sind oft mit einem großen Blutverlust verbunden. Das scheint auch in diesem Fall zu ernsthaften Problemen zu führen, da die Patientin über starke Schmerzen klagt. Ärztin Julia Dorn versucht, die junge Frau zu beruhigen. Frau Meier, was war denn los? Wissen Sie Ihren Geburtstermin? Nein, also. Nee. Wir haben auch ging alles so schnell. Wir haben auch keinen Mutterpass, eigentlich. Ne? Also, die Angehörigen. So Angehörigen ist, glaube ich, so weit war jetzt der Freund und der Vater. War da irgendwie im Gespräch? Okay. Haben Sie Schmerzen, Frau Meier? Ja. Ja? Alles Gute, Paula, ne? Alles Gute. Atmen Sie mal ganz ruhig. Wir untersuchen Sie jetzt. Wir haben alles, ja? Ne? Ja, kann ich einmal Handschuhe haben? So, wir sind dann weg, ne? Okay, macht's gut, vielen ne? Dank. Tschüss. Okay, das fühlt sich aber ganz gut an, Frau Meier. Das ist alles in Ordnung. Was war es denn? War es ein Junge oder ein Mädchen? Mädchen. Das ist ja süß. Alles in Ordnung. So. Ich muss Sie gleich mal gynäkologisch untersuchen, okay? Haben Sie das Gefühl, dass Sie Blut verlieren? Untenrum. Ein bisschen. Ein bisschen? So. Der Uterus fühlt sich aber ganz gut an. Der ist schon hier sehr hart zu tasten. Das ist ein gutes Zeichen, ja? Dass er sich zurückbildet. Eine Geburt ist grundsätzlich sowohl für Mutter als auch für Kind potenziell gefährlich. Am gefährlichsten eventuell sogar für das Kind, weil es natürlich, wenn es auf die Welt kommt, seinen ganzen Kreislauf umstellen muss. Man darf allerdings auch nicht unterschätzen, dass für die Mutter auch eine große Umstellung stattfindet. Julia Dorn nimmt sich Zeit für die Untersuchung der Patientin.
Sie muss innere Blutungen und andere Verletzungen, die durch die Geburt entstanden sein können, ausschließen. Ist in Ordnung, Frau Meier. Sie haben es geschafft, okay? Ja. Ihnen geht es soweit gut. Wir gucken jetzt gleich nach Ihrem Kind. Sie kommen jetzt auf Station. Ja, wir gucken gleich nach dem Baby, ja? Okay. Alles klar. Machen wir es wieder ab. Ne? Es geht ihr soweit gut. Wir haben jetzt nichts gefunden, was uns beunruhigt. Sie blutet nicht mehr. Wir schicken sie jetzt auf Station und haben sie noch ein paar Tage hier zur Überwachung. Der Vater der jungen Frau ist bereits vor Ort und nimmt seine Tochter im Stationszimmer in Empfang. Der frischgebackene Opa scheint mit der Situation genauso überfordert wie die junge Mutter. Also, Sie sind jetzt der Vater der Mutter quasi. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich bin Wilhelm Meyers, meine Tochter Paola. Es ist soweit alles gut gegangen, ne? Ja. Sie hat keine Plazentareste mehr im Uterus. Alles ist in Ordnung. Jetzt warten wir nur noch aufs Baby. Aber sie sollte jetzt schon noch ein bisschen Ruhe haben, ne? Mal gucken, wie das zu Hause so ist. Und noch eine Nacht hier bleiben, mindestens. Gucken dann morgen, wie es ist, ja? Das ging jetzt doch was schnell. Oh, ich bin so froh, dass du da warst. Ganz ehrlich, es war so stressig. Hast du super gemacht. Wo ist denn der Martin? Wo ist denn der Martin? Oh, ich will den gar nicht mehr sehen, ganz ehrlich. Zwischen der 25-Jährigen und dem Vater des Kindes hat es vor der Geburt einen Streit gegeben. Der junge Mann hatte Karten für ein Basketballspiel in Amerika gekauft und seine Freundin damit überrascht. Die Reise liegt um den errechneten Geburtstermin herum. Unmöglich für die junge Mutter mit einem Neugeborenen diesen Flug anzutreten. Paula, wie geht's dir? Martin, geh! Martin, ich hab dich! Geh raus! Lass mich! Also wir beide! Martin, ich kann nicht! Geh! Der junge Vater sieht ein, dass er falsch gehandelt hat und entschuldigt sich bei seiner Freundin. Ihm ist klar geworden, dass jetzt mit dem Baby nichts mehr so ist wie früher und dass sich beide umstellen müssen, zum Wohl ihrer kleinen Tochter. Ich möchte dich und mein Baby, ich will echt die Verantwortung übernehmen. Und wer ist die Mama? So, erwähnt die Familie soweit? Ja. Es ist alles gut gegangen, ja? Es geht ihr soweit gut, sie hat die Komplikation echt gut weggesteckt. Ja, nur noch ein bisschen quengelig, ne? Als die Familie sich dann vertragen hat, hat es mich natürlich schon insofern berührt, dass es mich für meine Patientin sehr gefreut hat, dass sie jetzt mit ihrem Kind und ihrem Mann eine Übereinkunft hatte und dass es ihr gut geht. Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Nach ein paar Tagen konnte die junge Mutter mit ihrer Tochter das Krankenhaus verlassen. Die kleine Familie hat sich mittlerweile gut eingelebt, auch dank der Unterstützung der Großeltern. Der junge Vater kümmert sich nun liebevoll um seine Familie.